Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Aufgebraucht-Video für dich vom Monat März. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und in diesem Video wird es auch eine Verlosung geben. Wenn du wissen möchtest, was du gewinnen kannst, dann bleib einfach dran. Ich werde dir die Teile, die du gewinnen kannst, nach und nach hier so zeigen. Also sei gespannt. Die erste Sneak Peek, die ich dir zeigen kann, ist hier von Goodido. Ich trage ja immer auch einen Ring von Goodido. Das ist ein Armband und ja, ein Regenbogenarmband. Total schön. Ich finde die cool. Die sind so elastisch und ja, das ist das erste Teil. So, wir starten mit dem Gesicht. Da habe ich hier eine mega coole Tüte, Tasche. Who is Claudia? Habe ich mal von einer ehemaligen Kollegin bekommen. Mega geil. Also, ich starte. Ich habe hier aufgebraucht einen Toner, wo noch ein Haar dran hängt. Und zwar von Lovely. Das ist ja von Paola Maria, dieser Toner mit Manuka-Honig. Ich fand den total super. Hat mein Gesicht schön geklärt und erfrischt und gereinigt. Also, ich habe jetzt damit nicht mein Make-up abgenommen, aber ich habe ihn halt auf ein Wattepad gemacht und damit mein Gesicht halt nochmal gereinigt, morgens und abends. Und dafür war der echt gut. Hat mein Hautbild echt schön gemacht oder halt schön erhalten. Ich weiß es nicht. Und ja, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bei mir hat er jetzt nicht gebrannt oder so, wie bei anderen, die das erzählen. Hier von Barbour habe ich ein Cleansing Foam leer gemacht. Den hatte ich unter der Dusche stehen. Den habe ich auf mein Washi gemacht und bin damit dann über mein Gesicht gegangen. Genau, den habe ich gar nicht auf dem Wattepad gemacht, sondern auf diese Mehrweg-Wattepads. Wie nennt man die? Abschminkpads, Gedönsdinger. Genau, und den habe ich auf mein Washi gemacht und bin damit unter der Dusche über mein Gesicht gegangen und habe damit richtig mein Gesicht gereinigt, von Make-up befreit und so weiter. Und das war richtig, richtig gut. Hatte ich in meiner Barbour Glossy Box mit drin. Das war in diesem Dreierbundle Adventskalender Tüdelü. Genau, war gut. Aussortieren werde ich von Biotherm die Aqua Source Night Spa Creme. Das ist so eine Nachtcreme. Die habe ich nicht vertragen. Da habe ich furchtbar, furchtbar trockene und komische Haut von gekriegt. Vor allem hier so in der Kinnpartie war das ganz furchtbar und deswegen wird die auf jeden Fall aussortiert. Wer auch immer sie dann in meinem Familien- oder Freundeskreis haben will, kann sie gerne haben. Kommt dann in meine Aussortiertkiste, aber ich habe sie leider echt nicht vertragen. Und das, obwohl ich echt robuste Haut habe. Das fand ich sehr schade, denn sie hat sich super schön angefühlt. Dann habe ich hier ein Cleansing, auch von Barbour leer gemacht. Das hatte ich auch unter der Dusche stehen. Das ist so ein Gesichtspeeling. Auch das kommt aus dieser Barbour-Box. Und ja, das war okay. War jetzt aber echt nichts Besonderes leider. Dann habe ich hier Baby Love feuchte Waschlappen. Die hatte ich hier stehen leer gemacht. Damit habe ich so Swatches entfernt oder so. Ne? Das war jetzt nichts Aufregendes. Da habe ich jetzt kein komplettes Make-up mit entfernt. Ich habe mal so ein bisschen versucht, mein Augen-Make-up damit zu entfernen. Das hat nicht funktioniert. Aber ich benutze ja sowieso lieber Washies oder diese Norvel Abschminkpads, die ich euch echt ans Herz legen kann. Verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Das sind einfach wiederverwendbare Produkte, die du einfach in die Waschmaschine, in den Trockner packen kannst und dann läuft das. Und ja, die hatte ich halt in einem Tauschpaket mit drin gehabt, würde ich mir aber so nicht kaufen. Eine Augencreme von Olas habe ich leer gemacht. Firming Eye Serum habe ich morgens und abends verwendet. Sollte im Prinzip ja die Augenpartie glätten. Ich fand das nicht so gut. Gut, ich bin echt von der Klinik Moisture Surge Augencreme mega verwöhnt. Aber ja, das fand ich nicht toll. Das fand ich auch relativ sinnlos. Ein Serum habe ich leer gemacht von Shiseido Ultimoon Power Infusing Konzentrat. Das war in einer Flaconi-Box mal mit drin. Das war ganz in Ordnung. Das habe ich morgens verwendet und ja, fand ich ganz angenehm. Hat gut gerochen und die Haut auch gut gepflegt und mit Serum versorgt. Und ich habe mich erfrischt gefühlt, sagen wir es mal so. So, ja, Masken habe ich nur eine einzige leer gemacht oder benutzt, weil ich diese Woche, diesen Monat keine Maskenwoche gemacht habe. Eben weil diese wunderbare Creme mein Gesicht so ein bisschen irritiert hat. Deswegen habe ich hier nur eine Maske gemacht von Balea, die Tuchmaske Sweet Macarons und die liebe ich. Die hatte ich in einem Tauschpaket mit drin. Die ist total sanft, die pflegt die Haut, die macht echt alles, was eine Maske machen soll. Dieses Tuch fühlt sich so samtig, seidig, mega weich an. Die bleibt sitzen, die bewegt sich nicht und nachher ist die Haut gepflegt und ja, die hat mir auch sehr gut dabei geholfen, dass ich dann später tatsächlich keine schwierige Mundpartie mehr hatte. Das nächste, was ich in das Gewinnerpaket mit reinpacke, ist von Dusch das Badeerlebnis pflegend und verwöhnend, verführerische Rose mit natürlichen Ölen. Das ist eine Badeessenz
und von Wilkinson Intuition Fab, diesen Rasierer, der in beide Richtungen rasiert. Hier aber bitte vorsichtig mit umgehen, denn ja, an meinen Beinen funktioniert der, aber an Stellen, wo die Haut etwas unebener ist, könnte man sich sehr damit verletzen, wenn du in beide Richtungen gehst. Wenn du in nur eine Richtung gehst, ist es noch in Ordnung, aber wenn du dann ansetzt und in die andere, vorsichtig sein, ganz vorsichtig sein. Kommen wir zum Bereich Haare. Hier habe ich aus dem Tauschpaket von der lieben Vanessa, Mrs. Rosa Rot heißt die hier auf YouTube, eine Garnier fruchtdieskräftigende Aktivformeln Wonder Mask verwendet. Das war eine zweiphasige Maske. Du machst dir erst die Phase 1 drauf, lässt es drauf und machst dann direkt die Phase 2 drüber. Phase 1 roch richtig gut, Phase 2 roch total chemisch, hat die Haare aber dann in Kombination, wahrscheinlich in Kombination, total super gepflegt und ich hatte nachher richtig gute, weiche, tolle Haare. Das soll ja bis zu 4 Haarwäschen oder so halten, kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber es hat gut funktioniert, also jedenfalls in dem Moment, also danach, also den Tag danach. Und ja, meine Haare haben sich dadurch schön angefühlt und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hier habe ich dann von Nivea die Haarmilch Natürlicher Glanz, das Pflegeshampoo leer gemacht. Das fand ich richtig, richtig toll. Das hat mir sehr gut gefallen, hat meine Haare gut gepflegt, gut genährt und meine Haare haben sich dadurch jetzt, also sie waren halt nicht so frizzig oder sowas, ne? Die waren super toll und das hat so gut gerochen, das hat mir einfach richtig gut gefallen. Hätte ich nicht so viele Haarprodukte da, würde ich es mir definitiv nachkaufen. All-time favorite, jetzt nicht unbedingt in dieser Version, aber das Produkt an sich. Glisskur, diese Sprühkur oder Sprühspülung, wie auch immer, ne? Das sind ja so viele verschiedene, was ich mir einfach nach dem Duschen in das feuchte Haar reinmache. Dann föhne ich mir die Haare tatsächlich und dann kämme ich mich erst. Und ja, super, 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 super. Damit funktioniert das, damit verliere ich deutlich weniger Haare und es macht mir sehr viel Spaß, sowas zu benutzen. Wird immer wieder nachgekauft. Ich habe davon auch ein Backup bekommen von der lieben Jana im Tauschpaket. Von daher bin ich gut versorgt. Dann habe ich hier die Parsa Styling Brush, die Verpackung davon. Die Bürste an sich habe ich in Verwendung, verwende ich aber nur bei meinem trockenen Haar, weil bei meinem feuchten Haar komme ich einfach nicht durch. Also ich habe meine langen Zotteln, da komme ich einfach nicht bis nach unten richtig durch, ohne dass ich da irgendwelche Knötchen habe oder so. Von daher benutze ich da dann immer diese, den günstigen Tangle-Teaser, würde ich mal so sagen. Und ja, das hier ist jetzt einfach für meine trockenen Haare, sprich für morgens und für abends nach dem Föhn kann ich das gut verwenden. Ja, kann ich euch empfehlen. Unten in der Infobox verlinkt. Aussortieren werde ich von Balea die Haarmilchfeuchtigkeit, weil die bei mir einfach überhaupt nichts gemacht hat. Es haben so viele davon geschwärmt, aber bei mir funktioniert das einfach nicht. Ja, gefühlt macht es meine Haare einfach irgendwie trocken und stumpf. Also ich mache das halt nach dem Duschen in mein feuchtes Haar, so ab dieser Länge, ne? Und massiere das dann so in die Längen ein. Dann gehe ich auch ein bisschen nach oben, weil hier steht auch, oder keine Ahnung, irgendwer auch erzählt, dass man das auch auf der Kopfhaut gut verwenden kann. Aber nee, also würde ich jetzt so nicht empfehlen, wird aussortiert. Eine Spülung von Haask habe ich leer gemacht und die fand ich super gut. Ich mag zwar keine Kokosnussgerüche, aber da konnte ich drüber hinwegsehen, weil es einfach nicht zu sehr danach gerochen hat. Das hat die Haare aber so schön gepflegt und die haben einen so tollen Glanz dadurch bekommen. Das kann ich auf jeden Fall guten Gewissens an euch empfehlen. ja, ich weiß nicht, ob es die Coconut Oil Reihe dort noch gibt, aber die Haask Produkte an sich, die ich jetzt bislang verwendet habe, haben mich alle sehr erfreut. Von Schwarzkopf. Ein Shampoo, Oil Miracle ist das. Das war so eine kleine Probe, würde ich mal so sagen, ne? So 30 Milliliter. Ja, das war auch ganz gut. Hat so lala gerochen, war jetzt nicht so mein Fall. War aber von der Pflege her gut und ja, hat meine Haare halt gewaschen. Als nächstes packe ich mit in das Gewinnerpaket die Icon Mini Lidschattenpalette. Kommen wir jetzt mal zum Thema Haushalt. Das ist einiges, weil es halt große Verpackungen sind. Das wirkt einfach nur so, ne? Da habe ich hier von Denk mit das Wäscheparfüm aufgebraucht. Das ist Sweet Love. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das riecht so richtig geil orangig. Also es wäre auf jeden Fall was zum Beispiel für die liebe Vanessa vom Kanal Mrs. Rosa Rot, weil die liebt Orange. Hält auch echt gut auf der Kleidung und ja. Wenn du die dann angezogen hast, dann hast du das auch nochmal so erlebt. Und ich kann es empfehlen. Das war so eine Gelflüssigkeit in so einer selbstauflösenden Folie. Und dann haben wir leer gemacht Sicherheitswattestäbchen von Baby Dream ist das. Genau, Baby Dream ist ja, glaube ich, die Eigenmarke von Rossmann. Ja, die sind dann einfach so ein bisschen dicker, dass du halt nicht zu tief in dein Ohr reingehen kannst. Und das war sehr angenehm. Ja, dann von Profissimo, die seht ihr hier vorne immer, die Kerzen habe ich aufgebraucht, sind jetzt leer. Leute, ich empfehle euch auf jeden Fall, diese Kerzen in einen Gefrierschrank über Nacht zu packen
Und dann sind die viel besser. Die knistern nicht mehr, die halten viel länger. Ich kann es euch nur empfehlen. Kann ich euch eigentlich bei allen Kerzen so empfehlen, weil das war ein Tipp von einer ganz lieben Zuschauerin. Dann haben wir hier von Profissimo so Handschuhe leer gemacht. Ja, so Gummihandschuhe. Die benutzen wir halt, wenn wir irgendwas anpacken, was wir nicht so schön finden. Und die sind ganz gut. Die reißen die jetzt nicht auseinander. Und die kann ich empfehlen. Die Verpackung ist ganz hübsch. Ja, ne, steht bei uns jetzt nicht irgendwie offen rum. Die sieht man dann bei uns nicht wirklich, weil es in der Vorratskammer steht. Aber, ne, sind gute Teile. Ja, von Glade, die beiden Kerzen, die jetzt hier tatsächlich stehen und auch schon leider abgebrannt sind, habe ich die beiden verwendet. Das ist Wali Sandelholz und Jasmin. Ein sehr dezenter Duft, aber wie ihr seht, die brennen nicht komplett aus. Also da bleibt echt so ein ziemlich, ne, starker Rest zurück. Das finde ich ein bisschen schade, aber naja, ne, die haben wir auf jeden Fall jetzt aufgebraucht. Ja, das ganz normale, sanft und sicher Toilettenpapier von DM. Kaufen wir immer wieder nach, ist halt ein gutes Zeug, also kann ich mich nicht beschweren. Von Domol, das Spezialsalz für die Spülmaschine, brauchen wir ein bisschen mehr immer von eigentlich, weil wir sehr kalkhaltiges Wasser haben und dementsprechend, ja, ne, ist es jetzt wieder leer gegangen, ist aber sehr gut. Kann ich empfehlen. So ein WC-Reiniger ist leer gegangen. Der war von Denk mit Nature. Den fand ich jetzt nicht so gut. Ich finde die von Denk mit irgendwie in letzter Zeit sowieso nicht mehr so gut. Da ist jetzt noch so ein kleiner Rest drin, aber ne, damit kannst du auch keinen Ponyhof gewinnen. Keinen Ponyhof gewinnen vor allem. Ach so, als nächstes packe ich euch mit in die Gewinnerbox von Dutze, so einen Lippenstift. Und das ist die Farbe Winterberry 405. Genau. Jetzt haben wir hier noch ein Waschmittel, was leer gegangen ist, von Perwoll Sport mit Aktiv. Frische Geruchsneutralisierung und Membranerhalt. Ja, es hat gut gerochen, es hat seine Arbeit verrichtet und war gut. Kann ich empfehlen. War echt toll. Also auch, dass es halt Sport war, daran hast du halt gemerkt, dass deine T-Shirts und so nicht mehr so sehr nach Schweiß oder so gerochen haben. Das hat man ja manchmal, ne? Dass du trotz Wäsche dann immer noch diesen netten Geruch hast. Ja, Waterdrop Mikro oder Micro Drink hatte ich in einer Box mit drin, fand ich cool. Also ich habe das auch tatsächlich auf Arbeit in mein Wasser gemacht und fand es auch ganz erfrischend. Es waren so vier verschiedene, die hier drin waren. So, also mir hat jetzt Glow nicht so gut geschmeckt. Das hat ein bisschen sehr künstlich geschmeckt und auch Fokus hat nicht so gut geschmeckt. Ich meine, das liegt wahrscheinlich daran, dass Mango und Limette für mich jetzt nicht so unbedingt die Geschmacksrichtungen sind, die ich in meinem Wasser drin haben möchte. Hier hatte ich jetzt Hibiskus und Johannisbeere, also die Rot, also das Rot und das Lila. Das fand ich sehr, sehr lecker. Das hat mir gut geschmeckt. Ja, würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich so im Laden stehen sehen würde, mal kaufen. Dann habe ich hier noch Slip-Einlagen leer gemacht. Das waren von Always die Dailies. Die hatte ich mir mal irgendwann in so einem Ultra-Pack geholt. Da waren ganz viele von denen mit bei. Ja, ich finde die ein bisschen zu dünn. Die mag ich nicht so gerne. Ich mag die Slip-Einlagen lieber, wenn die nicht ultra slim sind, so wie es hier halt draufsteht. Also nicht slim, sondern normal. Dann fühle ich mich irgendwie geschützter. Den habe ich letztens gekauft und habe ich jetzt auch schon in Verwendung. Das ist von Airwick, dieses Duftwachs. Habe ich im Badezimmer stehen und das ist unfassbar toll. Also, das hat so einen geilen Duft. Also, ich freue mich jedes Mal, wenn ich duschen gehe und das anmache und es riecht so schön. Und wirklich, das ist die Duftrichtung Sommervergnügen und es riecht wirklich toll. Mit in die Gewinnerbox wandert von Aloha ein Bodyspray, Monoir Body Splash und ein Parfüm. Noir für den Abend hüllen Sie sich in ein samtig-seidiges Kleid. Mit Noir Eau de Parfum können Sie Ihrer Persönlichkeit einen geheimnisvollen Ausdruck verleihen. Gleichzeitig zaubern Pflaume, Ylang-Ylang und ein Hauch Vanille eine verführerisch anziehende Aura. Entdeckung des Jahrtausends, Leute, ohne Scheiß. Best ever. Ich hatte hammermäßige Regelschmerzen und diese Pflaster haben mir echt geholfen. Die machst du dir tatsächlich gar nicht direkt auf die Haut, sondern auf zum Beispiel, wenn du so einen Drunterziehtop hast, dass du das auf das Top klebst und dann das T-Shirt darüber ziehst, dann sieht man das halt auch nicht so. Ja, hat mir sehr geholfen, hat eine richtig angenehme Wärme abgegeben und ich habe das morgens drauf gemacht, so um 8, 9 Uhr und abends, als ich duschen gegangen bin, so um 9 oder 10, war das immer noch warm. Es war so angenehm und wenn du irgendwo halt öffentlich sitzt oder ne, bist, dich aufhältst, auf der Arbeit zum Beispiel und nicht unbedingt mit einer Wärmflasche rumlaufen kannst oder wenn du irgendwo auf der Arbeit bist, wo du stehen musst oder so, ist das so, so
geil. Also ich kann es nur empfehlen. Ich werde es mir definitiv nachkaufen. Ein Creme-Duschpeeling von Dove habe ich leer gemacht. Das ist so ziemlich mein absolutes Lieblingsprodukt. Das ist das mit Macadamia und Reismilch. Es riecht richtig geil. Manche sagen, es riecht wie Babykotze. Ich finde, dass es unheimlich gut riecht. Und es pflegt die Haut, es peelt die Haut. Es ist angenehm, es ist toll, es macht, was es soll. Und es ist großartig. Und ich freue mich, dass ich noch einige Backups da habe. Liebe Bianca, vielen, vielen Dank, dass du mir da zu Weihnachten ein kleines Paket geschickt hast. Dankeschön. Von Nivea, Pflegedusche, Cremeölperlen mit Kirschblüte habe ich leer gemacht. Fand ich nicht so gut. Nee, fand ich echt nicht so gut, weil du hast da richtig diese Ölperlen drin und wenn ich ein Peeling haben will, dann nehme ich ein Peeling. Aber wenn ich einfach nur ein ganz normales Duschgel benutzen will, dann will ich das nicht in meinem Duschgel drin haben, diese Peelingkörner, ne? Und die sind da halt mit drin, diese Ölperlen. War nicht meine Welt. Nee, deswegen werde ich mir das definitiv nicht nachkaufen, auch wenn es super gerochen hat. Von Bilou, Snow Rose, eine Schaumlotion, pflegender Cremeschaum. Habe ich auch verwendet, war nicht so super, hat so einen weißen Schmierfilm hinterlassen, hat bei mir so lala funktioniert. Also es hat super gerochen, aber es ist nicht so schnell eingezogen, wie ich es mir erhofft habe. Naja, werde ich mir nicht nachkaufen. Von Le Petit Marseillais, Lait de Vanille, also das ist mit Vanillemilch, ein Duschgel oder eine Duschlotion, habe ich auch leer gemacht, hatte ich von der lieben Fiona im Paket mit drin, im einfach so Paket. ja, fand ich gut. Hat gut gerochen, hat gut gepflegt, hat mir gut getan, hat mich erfreut. Ja. Ein Deo von Fa Glamorous Moments habe ich aufgebraucht. 48 Stunden Schutz. Nein. Musste ich ab und an mal nachsprühen. Aber es riecht gut. Es ja, hemmt den Schweißausbruch. Und wenn du nach Schweiß riechst, unterdrückt es den Gestank. Und ja, kann ich empfehlen. Gutes Produkt. Von Balea eine Bodylotion Warm and Cozy mit Rose und Magnolie. Auch die hatte ich in einem Tauschpaket mit drin. Die fand ich nicht so optimal, muss ich gestehen. War nicht so meins. Nee, ist nicht so super eingezogen und hat auch jetzt nicht so ultra geil gerochen, wie ich gedacht habe. Leider würde ich mir jetzt so nicht nachkaufen. Rexona Maximum Protection Antitranspirant Creme Stress Control. Die war ganz gut. Das ist so ein Vieh gewesen. Nee, da war ich mit meiner Achsel dran. Ne? Da kannst du hier drehen und dann kommt oben das Produkt halt raus. Und ne, dann machst du dir das unter die Achseln. Habe ich verwendet, hat gut geschützt. Würde ich mir wahrscheinlich nicht unbedingt nachkaufen. Ist aber ein ganz cooles Produkt eigentlich. Ne? Also das Problem bei dem Produkt ist, dass du es nur im Winter verwenden kannst, weil im Sommer, furchtbar, du hast richtig weiße Achseln danach. Also das Produkt haftet richtig auf deiner Haut und ja, hinterlässt halt so einen weißen Nebel, wie auch immer man das sagen mag. Und das kannst du im Sommer echt nicht benutzen. Deswegen, naja, eher so ein Winterprodukt und jetzt kommt der Sommer, da werde ich es definitiv nicht nachkaufen. Und im Sommer will ich es brauchen. Von The Body Shop Frosted Plum Body Butter habe ich aufgebraucht. Die fand ich super. Die hat mir sehr gut gefallen. Hat echt gut gerochen. Bisschen so, ja, nach Oma. Aber sie hat halt gut gerochen für mich, weil ich mag den Geruch. Und ja, gutes Produkt würde ich mir, wenn es nicht so teuer wäre, nachkaufen. Aussortiert habe ich von Jill Sander das Hair in Body Shampoo, Jill Sander Sun. Ich fand das nicht gut vom Geruch her. Ich habe das erst für die Haare verwendet, hat nicht so funktioniert, habe das dann für den Körper verwendet, hat mir nichts gegeben. Der Geruch hat mich auch nicht so betört, also von daher wird es aussortiert. Das riecht mir einfach zu parfümiert. Unter der Dusche mag ich es einfach lieber süß, deswegen wird es aussortiert. Und das letzte Produkt im Bereich Körper ist eine Handcreme von Essence, die Super Rich and Super Soft Handcreme mit Shea Butter Scent. Auch die war in einem Tauschpaket mit drin. Die fand ich gut. Die hat mir richtig gut gefallen. Hat jetzt gerade im Winter meine trockenen Hände sehr gut gepflegt und ja, die würde ich mir tatsächlich nachkaufen, wenn ich nicht noch irgendwie 20 andere Handcremes da hätte. Das nächste, was in das Gewinnepaket wandert, ist von Balea ein Golden Peach Lippenpflegestift mit Schimmereffekt.
Jetzt sind wir schon angelangt bei dekorative Kosmetik und Co. Da habe ich tatsächlich von Make-up-Entfernung und Schminken alles Mögliche drin. Da habe ich einmal von Revolution den Ultra Cleanser Dual Fast Make-up Remover drin. Der war ganz okay, aber hat jetzt zum Beispiel nicht unbedingt wasserfestes Augen-Make-up runtergenommen. Da hatte ich so meine Probleme mit, deswegen würde ich das nicht nachkaufen. Dann habe ich hier nur die Verpackung von den Amber Schwamm. Die sind richtig toll. Das sind so Beauty-Schwämmchen, 6 Stück sind da drin und das ist echt günstig. Verlinke ich die auch unten gerne mal in der Infobox. Kann man bei Amazon bestellen und ja, das sind richtig, richtig tolle, weiche Schwämmchen, die Foundation super einarbeiten. Also kann ich nur empfehlen. Richtig geiles Produkt. Und ja, die habe ich jetzt gerade alle in Verwendung. Und die Schwämmchen, die packe ich bei mir in eine Waschmaschine, wenn ich die benutzt habe. Dann kommen die in den Trockner und dann kann ich die wiederverwenden. Und das ist einfach herrlich. Also ehrlich, ehrlich, herrlich. Einen weiteren Schwamm habe ich hier mit drin. Das ist von Bella Pierre Cosmetics, der Bella Blender. Ja, den habe ich jetzt auch in Verwendung. Ist ein bisschen härter als die Amber-Schwämmchen, aber für mal ist es auch in Ordnung. Aber preislich gesehen würde ich immer nur noch die Amber-Schwämmchen nehmen. Da würde ich nicht mal mehr zu Real Techniques gehen. Dieses Produkt wird aussortiert und ja, wird dann direkt auch wahrscheinlich weggeschmissen. Ich weiß es nicht. Das ist so ein Silikonblender von Fräulein B. Das ist der But First Make-up Silicon Sponge. Hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also ich komme mit diesen Silikonschwämmen einfach überhaupt nicht klar. Also nee, der nee, geht jetzt einfach mal in die Tonne. Eine Kosmetiktücherbox ist leer gegangen. Das ist die hier. Die war von Ebeline. Ja, natürlich. Ja, fand ich ganz hübsch. Hat bei uns im Wohnzimmer gestanden, glaube ich. Oder hat die hier gestanden? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube im Wohnzimmer. Da passt es nämlich auch ganz gut. Mein Lancôme La Vie est Belle ist leer gegangen. Ein richtig toller Duft. Ein leichter Duft. Er hält aber nicht so lange. Das ist ein bisschen schade. Deswegen werde ich mir das nicht mehr nachkaufen. Ich habe jetzt von Uniq so viele tolle neue Parfüms zugeschickt bekommen, die einfach so viel länger halten. Natürlich sind die auch um einiges teurer, aber sie sind besser. Sie sind einfach besser. Das habe ich eben ganz vergessen zu zeigen. Ich hatte euch ja die Armor Brush vorgestellt und es ist tatsächlich so viel noch in meinem Armor Brush Pöttchen drin. Ich krieg auch nicht mehr raus, weil dieser, wenn du halt auf dieses Knöpfchen drückst, um die Zahnpasta hochzudrücken, der geht bis kurz hier drüber, über den Füllstand. Das heißt, das bleibt dann leider drin. Aber das ist von heute Morgen der Stand. Ich habe einmal am Tag die Armor Brush verwendet, teilweise am Wochenende sogar mehrmals täglich, weil ich dann so mal eben zwischendurch die Armor Brush verwendet habe. Ich finde es gut. Da scheiden sich die Geister. Also es gibt Leute, die ganz furchtbar finden. Es gibt Leute, die herausgefunden haben, oh verdammt, ich habe ja dann doch eine aus China und nicht die Armor Brush an sich bestellt. Das macht dann schon einen Unterschied. Ja, ich war damit auch beim Zahnarzt tatsächlich und wir haben mich eingefärbt. Also die Zahnarzthelferin meines Vertrauens hat mir die Zähne eingefärbt. Das, was man halt gesehen hat, ist, dass die, also meine Zahnhälse liegen minimal frei. Das heißt, ich habe dann so eine kleine Kante. Und in dieser Kante war dann halt noch eine Verfärbung. Das heißt, mindestens einmal täglich oder einmal täglich sollte man schon eine normale Zahnbürste dann verwenden, zusätzlich zu dem Teil. Dann in den Zahnzwischenräumen, da kommen die halt auch nicht so optimal hin. Ja, da waren auch noch Verfärbungen, weil die halt gerade ist. Wenn du die so ein bisschen bewegst, hin und her bewegst, während die halt vibriert, dann funktioniert es besser. Also es ist halt wirklich eine Anwendersache und nach wie vor meine Empfehlung, verwendet auf jeden Fall einmal täglich eine herkömmliche Zahnbürste, sei es eine Hand- oder eine elektrische Zahnbürste. Dann ist die Armor Brush auf jeden Fall eine coole Unterstützung. Von Essence All About Matte habe ich das Fixing Compact Powder aufgebraucht. Also ich bin ja froh, dass ich endlich mal was aufgebraucht habe, was so in Puderform ist, ne? Finde ich ultra. Das ist dieses Weiße gewesen. Ich finde es total super. Also ich habe jetzt mittlerweile bessere, die mir auch einfach irgendwie besser gefallen. Aber das fand ich, das habe ich so lange gehabt und so gerne verwendet. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist auch nicht weiß auf der Haut. Es ist transparent, ne? Also keine Sorge. Aussortieren werde ich hier diesen Schwamm. Der ist von Revolution. Der ist mir viel zu hart, auch wenn ich den nass mache. Der gefällt mir einfach nicht. Deswegen, der wird ausprobiert. Ausprobiert habe ich den, wie man sieht. Der war auch in der Waschmaschine und im Trockner und hat sich total verfärbt und das geht auch nicht mehr raus. Das finde ich auch irgendwie ibar. Deswegen, der wird aussortiert.
Dieser Nagellack von Astor hat ebenfalls die besten Zeiten hinter sich. Der ist nicht mehr so fresh und wird auch entsorgt. War aber eine geile Farbe. Also die fand ich richtig toll. Habe ich ultra gerne auf den Füßen im Sommer getragen. Aber der wird jetzt aussortiert. Diese beiden Augenbrauenstifte werde ich auch aussortieren. Das ist einmal von MAC, der Light Brown Stift. Also der ist ganz gut gewesen, war für mich aber dann doch ein bisschen zu dunkel. Ich bin da jetzt zurzeit ja bei dem Catrice angelangt und wie ihr seht, ne, der passt eigentlich echt gut zu mir. Und den werde ich auch erstmal so aufbrauchen. Und ich habe noch andere Produkte, die ich danach austesten werde. Aber der hier war nicht so passend wie der, den ich jetzt halt drauf habe. Deswegen wird der weiter wandern. Genauso wie von Essence der Super Last 24 Hours Eyebrow Pomade Pencil. Das war jetzt die Farbe 30 Dark Brown. Den hatte ich im Essence Adventskalender drin. Ne? Dark Brown ist nicht meine Farbe. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der hat hier vorne so eine Mine zum Rausdrehen. Und hier hinten so ein Bürstchen, so ein Gummibürstchen, aber der wird weiter wandern. Das ist einfach nicht meine Farbe. Aufgebraucht von Trended Up, das Expert Fixing Spray hat mir anfangs relativ gut gefallen. Nach einer gewissen Zeit ist es einfach nur noch komisch gewesen. Das kam auch einfach viel zu heftig da immer raus. Also ja, es hat das Make-up fixiert. Nein, es hat nicht gut gerochen. Aber es hat mir echt ins Gesicht gespritzt. Es war nicht so ein leichter Sprühnebel, den du so drauf machst, sondern es war echt so kapuff. Deswegen werde ich nicht nachkaufen. Diese drei Lidschattenstifte werde ich aussortieren, weil sie mir einfach in die Lidfalte rutschen im Laufe des Tages. Das ist einmal von Rimmel London Skandal Eyes in der Farbe 004 Guilty Grey. Den werde ich aussortieren. Da habe ich auch nicht so viel von verwendet. Den habe ich, glaube ich, zweimal verwendet. Einmal zum Ausprobieren und einmal zum, naja, vielleicht wird der doch was. Nee. Dann von Icofat den Eyeskin Satin. Ja, in der Farbe. Er hat keine Farbe. Okay. So sieht der auf jeden Fall aus. Auch der ist mir in die Lidfalte gerutscht und das hat mir nicht gefallen über den Tag. Und den hier, den finde ich einfach so sinnbefreit, weil der bei mir überhaupt keinen Effekt hervorruft. Das ist Meech & Mia Eyeshadow Nummer 054. Der ist auch richtig hart, also der tut weh, der macht keinen Spaß. Da kann ich, habe ich, nee, mag ich nicht. Umgefüllt habe ich hier von IT Cosmetics die CC Cream, CC Plus Cream und die war im Überraschungspaket von der Mrs. X und die finde ich super toll, richtig gut. Habe ich umgefüllt, ja, und werde ich dann aufbrauchen, finde ich richtig toll. Hat einen guten Effekt gemacht, die habe ich auch mit euch zusammen verwendet, geiles Teil. Und hier habe ich noch eine Pinzette, die ich in Verwendung habe von Evelyn. Ja, die ist gut. Das ist so eine mit Rosen drauf, die ist ganz toll, die ist neu, die ist nett, die ist, gefällt mir. Auch noch mit im Gewinnerpaket sind diese Invisibobble Nano, drei Stück. Jetzt sind wir beim Bereich meines Probenprojekts. Ja, fünf Proben habe ich mir letzten Monat rausgesucht, die ich aufbrauchen möchte. Und das habe ich auch geschafft. Da war einmal drin von Balea die Antifalten-Nachtcreme Q10. Während ich die benutzt habe, ist mir aufgefallen, dass ich sie schon mal benutzt habe und aussortiert habe, beziehungsweise für meine Beine verwendet habe, weil die mir viel zu reichhaltig war. Alto Belly. Puh. Also, wenn du dann diese Biotherm Night Spa Nachtcreme hattest, die ja im Prinzip die Haut ausgetrocknet hat und danach dann die hier verwendet hast, so im relativ schnellen Wechsel, meine Haut war vollkommen irritiert, was jetzt los ist. Also, das war ganz, ganz furchtbar. Hat mir auch nicht so gut gefallen. Habe ich nachher dann auch wieder für die Beine verwendet. Ja, mag ich einfach nicht, weil mir die einfach zu fettig ist. Also nicht ölig oder so, sondern fettig. Ich habe eine, ich sag, wie eine Speckschwarte. War nicht in Ordnung. Nee, tschüss. Dann diese Foundation von MAC Studio, Waterweight Foundation, habe ich getestet. Welche Farbe? NC30 war das. Die habe ich auch mit euch zusammen verwendet. Die hat mir richtig gut gefallen. Die fand ich echt toll. Und ja, ich glaube, das war sogar mit so einer Mini-Pipette. Ja, ach, ist das nicht total süß mit einer Mini-Pipette. Ja, hat für insgesamt zweimal Foundation auftragen gereicht bei mir. Und der Rest ist halt hier drin, ne? Klebt halt hier irgendwie an den Wänden oder so. Ich weiß es nicht. Ich krieg's halt nicht mehr raus. Aber ja, fand ich ganz cool. Das Parfüm, was ich nehmen wollte von Tiffany & Co., das Sheer, das fand ich furchtbar. Das war viel zu frisch, viel zu sportlich. Ein letzter Rest vom Schützenfest ist auch noch drin. Also, nee, bäh, mochte ich gar nicht. Habe ich nur mit Murren verwendet. Habe ich auch sogar ein bisschen Kopfschmerzen von gekriegt, weil ich das so furchtbar fand. Von Elizabeth Arden, das Retinol
Die Retinol-Ceramidkapseln habe ich verwendet. Das waren, glaube ich, zwei Stück, genau. Für zweimal hat es gereicht. Und wenn du das so drauf gemacht hast, war das so richtig silikonig. Ich weiß nicht, kriege ich das. Genau, ich war schlau und habe hier noch eine reingepackt. So sah das dann aus. Also, du hattest hier so diese kleine Kapsel, hast dann hier oben sowas abgemacht, ne? Das war so ein Knöppel, den hast du abgemacht, konntest dir das dann auf die Hand machen und dann ins Gesicht. Und es hat sich angefühlt, als würdest du dir pures Silikon ins Gesicht geben. Ich fand's toll. Es hat ein schönes Hautgefühl hinterlassen und mir hat's richtig gut gefallen. Und dann habe ich noch von John Frieda die Repair and Detox Maske verwendet. Das war eine Haarmaske und die war ultra. Die hat wahnsinnig gut gerochen und die Haare richtig schön geschmeidig und sanft gemacht. Wahnsinnig tolles Produkt. So, das letzte, was ich mit ins Gewinnerpaket packe, ist hier von Luxie ein Fanbrush. Also das ist ein Highlighterpinsel. Den habe ich auch und der ist richtig toll. Ja, und die fünf Proben, die ich mir jetzt für diesen Monat ausgesucht habe, sind folgende. Einmal von Shiseido Synchro Skin Lasting Liquid Foundation. Die wird vielleicht ein bisschen dunkel sein, aber wir gucken mal. Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe das ist. Das steht auch nicht. Doch, Natural 3 ist das. Mal gucken, ne? Wird vielleicht passt die. Vielleicht. Von LR Health and Beauty. Beauty Diamonds Facelift Night Care. Eine Nachtcreme habe ich mir jetzt auch noch rausgesucht. Die werde ich auch testen. Von Siaya, Antioxidation für Tired, Dull and Sensitive Skin. Das ist mit Acai-Beere eine Tagescreme. Die werde ich austesten. Dann von Dr. Scheller, das hatte ich im Tauschpaket mit drin, mit Granatapfel, ein Gesichtspeeling. Da bin ich sehr gespannt drauf. Richtig cool. Und La Femme Prada Milano. Eine Parfümprobe habe ich mir jetzt hier auch noch mit reingepackt. Mal gucken, wie das riecht, ne? Bin ich sehr gespannt drauf. Werde ich mal testen. Ja, ihr Lieben, das war mein ganzer Müll, ne? Wahnsinn. Also es ist, glaube ich, nicht so lang geworden wie die letzten Male. Ich glaube, letztes Mal war es irgendwie fast eine Stunde. Da sind wir jetzt nicht, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was machst du eigentlich die ganze Zeit, wenn du so ein langes Video dir anschaust? Isst du dabei oder keine Ahnung, guckst du dir das an wie ein Film oder putzt du dabei die Bude oder ich weiß nicht, was machst du dabei? Schreib mir das doch mal gerne unten in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Ja, jeder, der nämlich reinschreibt, was er jetzt gerade so während des Video-Guckens gemacht hat, nimmt auch an der Verlosung teil. Das ist das Kriterium. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist, wo du auch die ganzen aufgebrauchten und platt gemacht Videos findest. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!